Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu Warehouse Simulator Forklift Driver. Was ein Game! Und ich als Andi bin natürlich dafür prädestiniert, diese exorbitante Monstermaschine zu führen. Ne? So ist das. Abfahrt! Weg mit der Mucke. Im Game ist die ja mega nervig. Was soll denn das? Ich hab die doch ausgemacht. Was ist denn das für eine Scheiße? Die ist ja immer noch. Alter, will mich das Spiel verarschen? So, jetzt aber. Dieses Spiel gibt's nicht ohne Musik. Okay. So, wo sind eigentlich meine ganzen Kollegen hier? Hallo! Hallo! Keiner anwesend. Ist jetzt die Musik aus? Gibt's jetzt keine Musik mehr? Wie auf jeden Bau ist es einfach mal üblich, dass man sich erstmal ein Käffchen genehmigt, ne? Okay. So, dann kann der Tag beginnen. Fröhliches Schaffen. Startet die Motoren! Auf! Ey! Das hört sich gut an. So schnurrt nur ein Mesh 6 M200 TRX, habe ich mir sagen lassen. Turbo! Ich fahre doch nur 5 km/h! Ah, schau mal, Gate 4! Da ballern wir mal rein da! Auf geht's, raus hier. Abfahrt. Oh, ja, da geht er hoch. So, schön vorsichtig. Okay, okay, okay. Bleib hoch, ein bisschen höher. Ja, so wird ein Schuh draus. Oh, so geht das. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Irgendwas haut hier nicht hin. Ach, weißt du was? Einfach raus hier. Aufgeschissen. So, Palette ist drin. So sehen übrigens motivierte Mitarbeiter aus. Genau so. Als ich damals so meinen Staplerschein gemacht habe, ne? Das war ein Abenteuer. Das war ja nie so Pipifax draufgesetzt und losgefahren. Nee. Da musst du erst mal 3 Stunden üben. Und dann hier im Slalom fahren und sowas, ne? Also, das war noch richtig männlich. Schnappen wir uns die Palette hier. Oh, das Ding in die Ware. Eieieiei. Ah, ich hab's. Ich hab's. So, jetzt aber. Wusch, Rinder. Ja, komm, komm zu Papa. 4-1-1. Hui. So, alt, nicht so weit, nicht so weit. Erledigt, würde ich sagen. Palette Nummer 1 steht. Da müssen wir jetzt nur noch ein paar Mal machen. Verdammte Scheiße. Sitzt. Palette 2. Check! Da habe ich mir doch mal wieder ein Käffchen verdient. Dann machen wir jetzt noch ganze 30 Mal. Ich freue mich. Dieses Spiel hat so viel zu bieten. Wir nehmen die Palette einfach quer. Ah, oh mein Gott. Hoffentlich sieht das der Chef nicht. Oh, scheiße, die ist umgefallen. Kacke, ich hoffe, da ist nichts drin. Ich brauche nochmal, Ihr wisst schon, für die Chirurgenhände.
Ey, okay, die Palette können wir vergessen. Die ist durch. Und auf geht's, auf geht's. Na wunderbar, ich hab die Palette. Chef, alles kein Problem. Läuft wieder. Huiuiui. Ah, meine Güte, Chef, das wird hier nichts. Ich muss mal reklamieren, die Palette. Chef, irgendwie funktioniert das hier nicht mehr. Das Gerät ist kaputt, glaube ich. Ich muss die Palette anders loswerden. Da gibt's Trick 17. Ich hänge mich hier ein. Rückwärtsgang. Komm, zieh ab, das Ding. Ach, ey, die ist aber auch wieder spinstig. Ich habe keine Haftung. Jetzt. Ja, wunderbar, Chef. Alles wieder gelöst. Ist okay, kein Problem. Wir holen die nächste. So. Alter, 1A. 1A abgestellt. Alter Schwede. Geil. Jo, nachdem wir das alles erledigt haben, will mein Chef natürlich auch, dass wir die ganze Kacke wieder verschiffen und zurückverladen. Das heißt, nachdem wir uns die Mühe gemacht haben, die ganzen Kisten hier einzustapeln, sollen die jetzt auf einmal wieder dahin zurück. Finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, klar, Arbeit ist Arbeit, muss sein, ne? Das ist aber logistisch gesehen unlogisch und nicht sinnvoll. Logistisch verkackt. Der Tag ist ja noch nicht verloren. Sollte hinhauen. Das war perspektivisch ein bisschen verzerrt. Ich würde sagen, die ist auch im Arsch. Das sind Verluste. Die möchte ich nicht auf meine Kappe haben. Und schon flutscht das hier. Zack, drin, siehst du. So. Hallo? Ey. Der Stapler hat einen Defekt, würde ich mal sagen. Der will nicht wie ich. Komm, das geht gleich rein in den LKW. Das ist der schnellste Gabelstapler, den es hier gibt auf dem Markt. Das neueste Modell. Bis Kante hinten ran. Kannst du vergessen. Nichts ist. Mein Stapler will nicht mehr. Abladen, Digga. Lad ab den Dreck hier. Komm, das hat doch alles keinen Sinn und Zweck mehr. Wisst ihr was? Nee, ich will nicht mehr. Ich nehme meinen Kaffee nach Hause. Das war für mich. Arbeitstag ist beendet. Tschüss, Leute, Rinja, und bis zum nächsten Mal.